Hey ho meine Lieben, nächstes Video in der Pfalz. Wir machen zwei Hähnchen auf dem Gasgrill, auf dem Spieß. Die werden ganz einfach gewürzt mit SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Innen tun wir ein Stückchen Butter rein, ein bisschen kleingepressten Knoblauch und ein bisschen Petersilie. Mehr kommt da nicht hin. Und ja, die Vorbereitungen schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also ich schaue sie mir auch an. Ich lasse wieder die Mädels vorbereiten. Und dazu drehen wir jetzt gleich und sofort die Cam um. Genau. Jo, Doris, erzähl uns was zu den Hähnchen. Ja, die werden wir jetzt würzen. Nein, wo kommen die her? Aus Birkenheide. Also direkt frische... Frische Hähnchen, ja. Genau, das meinte ich. Genau, frische Hähnchen aus Birkenheide. Das ist irgendwie so eine Hähnchenfarm, oder was du gesagt hast? Okay. Ja. Gut. Und ja, jetzt werden wir sie zubereiten mit Salz, Pfeffer, Paprika. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Et cetera. SPP, jawohl, leg los. So, dann gucken wir hier mal zu. Hast du gesehen? Ich habe hier so viel drauf gedacht, aber eigentlich gar nicht. Das funktioniert doch einwandfrei. Ja. Und einfach schön einmassieren. Genau. Einfach einpudern. Mich ärgert es bloß, dass ich mein Stativ nicht dabei habe. Und da niemand anders die Kamera halten wollte, muss halt ich filmen. Gut. Genau. Paprika drauf und schön einreiben. Da habe ich noch Paprika. Ja. Und Paprika gibt ja die schöne Farbe. Und das Ganze natürlich mit beiden Hähnchen. Jo, und der gepresste Knoblauch kommt jetzt ins Hähnchen innen rein. Und hier noch ein Stückchen Butter. Einfach mit Neid, brauchst gar nicht. Genau. Halt, bisschen Petersilie brauchen wir noch. Genau, das kommt auch noch mit rein. So, bisschen Petersilie und einfach nur so wie sie ist, rein ins Hähnchen. Bisschen Salz, Pfeffer, Paprika haben wir jetzt auch noch zusätzlich rein. Und fertig. Und genau dasselbe jetzt noch mit dem zweiten und dann können wir sie schon aufspießen. Ach, du fängst jetzt schon mit dem Fesselspielen an. Ja, dann machst du das ganz bitte. Okay. Oh, oh je. Oh je. Die Technik kenne ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Die Technik habe ich auch noch nie gesehen. Wie heißt das schön, man lernt nie aus.
Also ihr kennt es ja aus meinen anderen Videos. Ich habe die Hähnchen immer erst aufgespießt und habe sie dann einfach gefesselt. Aber gut. Gut, okay. Ja gut, jetzt reicht. Ja, man kann ja nachher, wenn sie aufgespießt sind, noch die Haxen und die Flügel ein bisschen zusammenknoten. Jetzt gucken wir mal. In welchem war jetzt die Butter drin und in welchem fehlt sie noch? Gut, okay. Kein Problem. Ich habe die Butter ins zweite vergessen. Ja. Aber Petersilie ist drin, das sehe ich. Ja, und Knoblauch. Ja. Und Knoblauch ist drin. Ja. Das okay. Ist jetzt mal hier reingestopft. Ja, ich vergesse immer, dass wir den Käse auf der Burger. Das sieht so brutal aus. Naja, ich habe hier auf alle Fälle schon das Spießlein in der Hand. Ja, der ist etwas länger, der Spieß. Sag das nochmal. Den Spieß jetzt zu mir? Bitteschön. Das erste Mal, was ich das mache, aber ich hab's durch... Diese Haie, stopp. Nur den äußeren. Nur den hier aufmachen. Ach stimmt, da kann ja, den anderen habe ich nämlich schon arretiert. Stimmt, ja. Das stimmt. Warte. Das will ich jetzt auch mal verprobieren. Jetzt wird's kompliziert. Nein, das ist nicht kompliziert. Du Scheißendreck. Ich will das ja auch mal. Siehst du? Die Frau ist doch nicht blöd. So. Siehst du? Kommt das zweite jetzt. Arsch an Arsch. Ich hätte es jetzt Arsch an Arsch gemacht. Was? Arsch an Arsch? Ja. Meinst du? Nee. Hätte ich gemacht. Ihr könnt es machen, wie ihr möchtet. Ich sag dann. Doris, jetzt. Bitte! Achso, ich habe gedacht, ich soll da den Guckel haben. Nee. Ich habe immer noch Angst über meine Finger, weißt du? Boah! Dieses Teil. Du musst von. Ja, jetzt genau. Ja, so. Genau, das da oben drauf. Richtig runtersetzen. Richtig schön zusammen. Jawohl. Vieh, ey. Boah, das ist schwer, ey. So, gelle? Ist das so richtig? Ja, so halbwegs. Guck. Hallo. Da kannst du nämlich. Ne, die sind fest. Bloß die hier ein klein bisschen nachziehen. Das hättest du jetzt gar nicht verstellen brauchen. Bloß ein klein bisschen. Gut, das reicht schon. Gut. Tja, und jetzt so? Die Flügelchen, ne? Die Flügel. Ah, nein. Moment. Hand hier rein. Und dann genau gucken. So. So, die kannst du nämlich jetzt hier hinten ansonsten noch mal ein klein bisschen verschnüren, dass die Flügel hier halten. Kannst dich jetzt austoben. Dann so rum, hä? Ja, dann bin ich nicht fällig, weil du dich schon so ausgetobt hast. Ja. Schnüren wir jetzt einmal fest und gut ist. Mach doch jetzt einfach einen Knoten rein. Geht aber nicht so, was ich es nämlich machen. Na also. Wunderbar. So, ein bisschen abschneiden. Ja,
Geht doch. Und hier machst du auch noch ein Schnürchen rein. Ja, die müssen wir jetzt so irgendwie zusammenknoten. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja. Die Beinchen. Aber die schlackern sonst richtig, hier ja. Ganz wild rum. Einfach hier jetzt die Beinchen auch noch mal verknoten. Geh mal raus, oder? Komm. Links. Danke, Mädels. Ja, bitte. Danke fürs Essen. Guten Abend. Wir sehen uns dann irgendwann morgen. So, und jetzt werden wir nämlich hinten auf der Terrasse. Und da haben wir nämlich den Kobinox. Tu das Ding rein. Das ist die Rolle da. Genau, genau. Einmal Spieß einführen. Hoch, nochmal hoch, hoch, ja. So. Na, einschalten. Oh, wow, wow. Ich glaube fast, wir tun die Gitter raus. Ja. Hast du schon wieder eingeschalten? Nein, nein, nein. Oh, jetzt haben wir nämlich ein klein bisschen mehr Platz da unten. Wir können hier einmal eine Schale positionieren. Die reicht uns eine. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal, wie viele Brenner hatten der? Sechs. Jeweils die zwei äußeren an und fertig. Jo. Also auch ein Kobinox, ein etwas größerer als ich damals gehabt habe. Ja, Leute, und so lassen wir sie jetzt erst einmal ein bisschen drehen und drehen und drehen. Und später dann einmal kommen wir mit dem Pinsel und tun dann das, was runtertropft, mal zwischendurch wieder drauf pinseln. So, was haben wir? Etwas über 200 Grad. Boah, das ist schon fast in Ordnung. Hey, wir machen hier kein Metzger-Waschel-Style. Gut. Aber. Huch, eine gute Hitze kommt raus. Gut aussehen tun sie auch. Lass mal sie weiter drehen. So, Oderle. Manfred! Ja, ich hab's genau gesehen. Jo. Oh, sehen die gut aus. Und jetzt nehmen wir hier einfach unser Sösle, Sud, Brühe, wie auch immer ihr das wollt, da unten, nennen wollt, da unten drin. Und wir pinseln einfach mal noch die Hähnchen damit. Mäuschen, komm doch her. Du möchtest doch auch noch mithelfen, oder? Gerne. Bitteschön. Dankeschön. Oh, riecht das gut. Einfach bloß grob drüber. Riech doch. Ja. Muss ja überall was hin. Das machen wir jetzt fertig. Dann machen wir den Grill einfach wieder zu und dann noch ein, zwei Mal und irgendwann nachher werden wir mal Temperatur testen. Zeugen, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Komm du mal nach Hause. Ich habe ausgehauen.
Leute, ich sag's euch, wir haben hier echt wirklich jede Menge Spaß. Jo. So, und jetzt kommt der Wind, jetzt gehe ich wieder rein, bevor es mir jetzt hier draußen noch friert oder so. So, meine Lieben, jetzt schauen wir nochmal nach der Kerntemperatur. Hui. Was haben wir? Erst mal einschalten hier. Oh Mann. Verfluchte Technik. Jetzt geht's nochmal. Super. Und tja, das Thermometer hat definitiv, so wie es aussieht, sein Leben ausgehaucht. Ich mache hier jetzt den Grill komplett aus gleich. Der ist aus. Tja. Und das letzte Mal, wo ich gemessen habe, waren es gut über 70 Grad. Also sollten die jetzt gut sein. Tja, Manfred. Ah, ich habe noch... Der ist noch nicht aus. Doch, der ist aus. Tja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir... Nicht so hoch. So, den Ring runter. Warte, leg erstmal innen rein. So, und dann kannst du den hier auf. Jetzt hat das weggeschmissen. So, und jetzt kannst du den nämlich aufmachen. Und gucken, dass du... Aua. Nee, nur die eine Seite aufmachen. Genau. Ne. Halt, zieh doch das Hähnchen gleich mit runter. Ach so, du wolltest die... Ja. Ja, gut. Die Schale fällt gleich runter. Jawohl. Und ich ziehe am Spieß. Ah. So. Willst du die Schale auch gleich rausnehmen oder erst abkühlen lassen? Egal. Mann, ist das ein Mörderspieß. Entschuldigung. Oh. Tja. Da haben wir sie jetzt und da gehen wir jetzt rein zum Zerlegen. Yummy. Warum haut ihr jetzt alle ab? Wer von euch ist der große Zerlegemeister? Manfred. Ich von den Schuh. Ah, Manfred. Okay. Gut. Mann, oh, lecker. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Und was es dazu gibt, das seht ihr dann. Jo. Nudelsalat. Ein Nudelsalat. Nudelfleischwurstsalat. Hey, da bin ich jetzt echt gespannt. Aber lass mal Manfred erstmal ein bisschen zerlegen. Mach mal nicht ganz so nervös und schauen sie uns danach einfach nochmal an. Kleine Planänderung, Manu hat sich bereit erklärt, Manfred hat sich doch geweigert. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ich bin froh, wenn ich sowas nicht machen muss, ich ganz ehrlich sagen. Manfreda. Brauchst du noch? Aber da gilt jetzt dasselbe, wie ich gesagt habe für Manfred, lass mal Manu in Ruhe das Hähnchen zerlegen und schauen sie uns dann nochmal an. Warum hast du dich geweigert? Weil Manu gesagt hat so. Ich habe noch nie Hähnchen zerlegt und ich weiß ja, wie es zusammengekommen ist. Jo, einfach wunderbar ein bisschen kleiner geschnibbelt, so dass jeder sich Stücke weiß, was wegnehmen kann. Passt hervorragend und wir gehen jetzt an unseren Esstisch. Ja genau, Attacke. So Leute, leider ist es hier halt etwas dunkler, weil wir hocken hier im sogenannten Partyraum. Ja, den gibt es hier auch. Und ich schnippel hier jetzt mein Hähnchen an mit dem Nudelsalat und probier ganz genau. So, Brustfleisch, was ja angeblich immer trocken ist. Mmh. Saftig.
wo ich das Thermometer das erste Mal neigestochen hatte, kam der Saft gleich im Strahl raus. Das hatte ich aber leider nicht mitgefilmt. Knoblauch, Gewürze, Geschmack kommt sehr gut durch. Sehr lecker. Und der Nudelsalat, muss ich sagen, auf eine Art, wo ich ihn noch nicht gekannt habe, da sind Apfelstücke drin. Also der ist leicht süßlich, aber sehr, sehr, sehr lecker. Ja, und jetzt essen wir erst einmal und später gibt es dann bestimmt nochmal Nachtisch. Und das kommt dann auch noch ins Video rein. So, hallihallo und ja, ich habe jetzt beschlossen, ich beende dieses Video und unser Nachtisch, den es jetzt dann noch gibt, da machen wir extra Video, oder? Genau. Ja, also Hähnchen war sehr lecker. Ich weiß nicht, was die Pfälzer hier für einen Knoblauch haben. Dieser Knoblauch kam so richtig geil aus dem Hähnchen raus. So geil habe ich es noch nie geschmeckt. Sehr gut gewürzt, sehr gut gegrillt. Haben wir ja, eigentlich war es ein komplettes Teamwork heute. Ja. Geil. Ja, in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Ein Video gibt es noch von hier. Tschüss. Tschüss. Tschaikowski.